Mit diesen Einstellungen deiner Kamera hast du fast automatisch ein Bild, was totgeblitzt aussieht, beziehungsweise wo die Stimmung komplett fehlt. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja natürliche Bilder machen. Und deswegen solltest du deine Kamera auch. Moin, mein Name ist Dennis Stebner, ich bin Fotograf und Filmemacher aus der Nähe von Flensburg und auf diesem Kanal geht es überwiegend um die Porträtfotografie, aber auch um die Landschaftsfotografie. Falls noch nicht geschehen, abonniere gerne diesen Kanal, dann bist du immer informiert, wenn es was Neues gibt, solange du die Glocke gedrückt hast. Ich denke mal, einige von euch mögen die Fotografie mit Blitzlicht nicht, weil sie denken, es ist sehr kompliziert und sie sagen auch, es sieht sehr unnatürlich aus, nahezu künstlich. Und das muss gar nicht sein. Ich möchte euch einmal erklären, wie man einen natürlichen Blitzlook hinbekommt, aber auch, wie man so einen Bildlook hinbekommt, dass es wirklich stark nach Blitzlicht aussieht. Einige von euch mögen das ja. Als allererstes, wie kriegt man einen sehr, sehr harten Blitzlook hin? Das ist relativ einfach. Ihr belichtet das Grundbild ohne Blitz erstmal so, dass es sehr, sehr dunkel ist, also sehr, sehr dunkles Grau bis fast schon schwarz. Und dann nehmt ihr den Blitz, richtet das auf das Motiv aus und dann ja, Blitzleistung so anpassen, dass das Motiv gut aussieht und dass der Hintergrund dann nahezu egal wird. Schon habt ihr einen sehr, sehr krassen Blitzlook. Ich finde, es ist ein bisschen tot geblitzt. Gerade so bei Locations hat man das relativ häufig. Das heißt Homeshooting. Da ist, finde ich, die Kunst, dass man die Location schön sieht, aber das Motiv noch ein bisschen hervorgehoben wird. Und typisches Beispiel ist da ISO 100, Blende 8 und dann gib ihm beim Blitz. Dann weiß man schon, okay, Hintergrund bleibt häufig nicht viel da. Es sei denn, die Sonne scheint komplett irgendwo rein. Dann ist das anders, aber meiner Meinung nach ist dann das Thema verfehlt, weil bei einer Home-Story möchte man ja auch ein bisschen was vom Home, also vom Zuhause bzw. von der Location allgemein sehen. Wie man es besser macht, möchte ich euch jetzt einmal kurz erklären. Aus meiner Sicht zumindest ist es besser. Ich öffne dann immer die Blende. Das heißt, schön auf dem Blende. Ich blende 1,8 zum Beispiel, ist deutlich besser als 8, weil man das Motiv scharf hat und den Hintergrund und den Vordergrund deutlich unschärfer. Wenn das noch nicht langt, weil mit der offenen Blende kriegt man halt viel mehr Licht auf den Sensor, dann kann man mit der Verschlusszeit etwas runtergehen, zum Beispiel irgendwie ein Hundertstel Sekunde oder sowas nehmen. Mit den neuen Bildstabilisatoren klappt das in der Regel sehr, sehr gut. Dann haben wir immer noch nicht genug oder nicht schönes Licht genug, dann kann man noch den ISO-Wert anheben, das heißt einfach mal ISO 400 anstatt ISO 100 nehmen. Und das Ganze ist jetzt erstmal nur auf den Hintergrund gemünzt, sodass die Location schön aussieht. Vielleicht ein kleines bisschen zu dunkel, aber auf alle Fälle, die Location sollte dann schön aussehen. Wenn das Motiv dann noch zu dunkel ist, dann könnt ihr Blitzlicht zugeben und dann braucht ihr sehr, sehr wenig Blitzlicht. Und das ist so ein Tipp, wie man das sehr, sehr schön umsetzen kann. Draußen ist eigentlich genau das Gleiche. Ne? Das heißt, wenn man da auch sehr, sehr dunkel einstellt, das heißt eine auch Tausendstel beim bedeckten Himmel, dann ISO 100 und Blende 5 als Beispiel, 5,6, dann wird das Bild automatisch sehr, sehr dunkel werden, ohne Blitz. Und braucht man wieder viel Blitzleistung, um das aufzuhellen. Da kriegt man so richtig harten Blitzlook. Einige von euch mögen den wahrscheinlich, aber ich nicht mehr ganz so gerne. Und dann der Gegenentwurf ist zum Beispiel auch da, den Hintergrund so belichten, dass er gerade nicht ausbrennt. Und dann ist das Motiv häufig auch wieder zu dunkel, auch wieder da mit Blitzlicht auffüllen. Draußen braucht ihr aber häufig ein bisschen mehr Licht oder deutlich mehr Lichtleistung. Eine Ausnahme gibt es so, dass es so hier Sommer mit zur Mittagszeit oder relativ zur Mittagszeit, wenn das Licht noch sehr, sehr hart ist. Man kann sagen, so zwischen, ja, weiß ich, zwischen 11 und 15.30 Uhr, das würde ich mal sagen, so die schlimmste Zeit. Ja, da, und man möchte in der Sonne fotografieren, ja, da kann man auch dann einen harten Blitz nehmen mit einem Magnum-Reflektor oder sowas, weil dann sieht man es ohnehin nicht, weil das Licht drumherum auch sehr hart ist. Geht man in den Schatten, ist es ähnlich wie bei den anderen Bildern, wie ich das gerade beschrieben habe. Das heißt, ihr könntet mit der Blitzleistung deutlich weiter runtergehen und nur so ein kleines Akzentlicht setzen. Und so mit diese Arten mache ich tatsächlich meine meisten Bilder. Ich blende gleich noch ein paar Fotos ein, wo ich die Lichtsituation genutzt habe, die ich euch gerade beschrieben habe. Und wenn nicht, unterhält es euch einfach nur. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, gerne auch einen Kommentar und abonniere
Denn wenn du mir das machst, unterstütze mich und das würde mich sehr, sehr freuen. Und du lernst auch noch was Schönes über die Fotografie. Also Win-Win für alle, oder? Erstmal, ciao.